Und damit willkommen zurück und wir springen auch sofort in die nächste Schlacht. Boom! Obwohl, ich muss noch ganz kurz gucken, ob die Aufnahme passt. Hehe. Passt, Sound ist da. Dums, bums, blups, yep. Gut, so soll das sein. So, Rohan. Leider habe ich nicht geguckt, gegen wen oder wie. Interessiert mich aber auch nicht. Ich renne da jetzt einfach rein, töte alles. Na, wir haben wieder den Elbengesang. Halt dir! Ach, egal. Du levelst auf herkömmlichem Weg, das passt dann schon. Düster Wald. Wo? Ah, die Uruks. Unser Mut ist ungebrochen. Halt. Unsere Stadt wird größer. Säubert unser Land. Die Schlacht hat begonnen. Ich wollte nur kurz. Sollte passen. Solange es nur die Uruks sind. Es gibt viel zu tun. Ja, passt. Sollte ich instant gewinnen. Na. Bis in den Tod, ja. Rückzug ist keine Option für sie. So, ihr dürft's feuern. Aber vielleicht stellt ihr euch nicht direkt neben die Urukai. Das ist immer ein bisschen arg gefährlich. Na also. So, dann bauen wir mal Kasernen. Denn ich will Truppen ausbilden. Wenn da drei Bataillone Bogenschützen auf einen Arbeiter feuern, das tut weh. Das tut wirklich weh. So, hier kommen die Urukai raus. Sterben halt fast instant, schaut sich das an. Tschüss, Level up. Auf Wiedersehen. Fertig. Also das war eine sehr, sehr schnelle Schlacht. Ah, der will so ein Wargdings bauen. Guckt's mal, Wargvorposten, das ist nicht schlecht. Ist sogar ziemlich mächtig. Frage ist, lohnt sich das für ihn? Und ich würde sagen, ja. Allerdings sterben sie alle, wenn der Vorposten stirbt, ja. So, irgendwo muss er noch was haben. Aber das wird man schon sehen. So, nächste Kaserne. Ah, da hinten. Und GG. Na also. Das war jetzt wirklich nicht sehr schwer. Die da zu besiegen war, das war easy. Vielleicht schaffe ich sogar, dass ich recht schnell durch dieses Let's Play durchknall. Und dann würde ich mit Patch 2.02 anfangen. Sofern es den auf Deutsch gibt. Ich will dann nicht plötzlich englische Namen und blablups haben, aber eigentlich müsste es schon sein. Das wird dann sehr spannend. Ich glaube, das soll sogar einen Launcher für geben. Aber dann müsste ich den aktuellen Community Clash nicht switchen und ändern. Das würde mir sehr gelegen kommen. So, was holen wir uns? Machen wir das Ganze so. Wo sollen wir bauen? Es wird Zeit, etwas zu bauen. Jupp. Baumaterial ist unterwegs. Holen wir uns die Wälder zurück. Tu es! Wilder Gang! Thranduil kann auch Gitarren schießen. Voll OP. Unbemerkt gehen. Elbenmantel. Ja, der hat viel so mit Tarnung, ne? Ein Leuchtfeuer. Ein Orkstamm. Das Gebäude ist das Baumaterial. Das ist eine Orkhöhle. Baut dieses Land auf. Wo soll der Stadt wird? Ich find's cool, dass die Elben so weit sehen. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht elf sage. Das ist traurig, aber ist wirklich so. Da muss ich wirklich aufpassen. Lösch diese Brut aus, tötet sie. Kämpft bis zum letzten. Bis in den Tod. Na.
So. Baut dieses Land auf. Wo sollen wir bauen? Zurück in die Dunkelheit. Bisher passt's, glaube ich. Der Schaden von ihm ist okay. Die Gesundheit, oh, geht. Mal sehen, auf wie viel die hochgeht, die Gesundheit. Sie haben diese Länder schon zu lange befleckt. Zerstört diese. Ah, Schaden allein macht auch schon Punkte. Nicht nur zerstören, sondern Schaden an sich. Aber jetzt ist Schluss. Aha. Interessant. 260, boah, 60 ist halt nix. Dann muss halt der Schaden dafür dann hoch sein. So, das ist sehr wichtig, dass der stirbt. Sollte aber klappen, ne? Mal sehen, wie viel Schaden der macht. Ah, das macht nichts. Ja. Wenn man weiß wie. Was ist da los? Und Orks. Also hier gibt es ja sehr viel zum Töten. Ja, interessant. So. Ja, das tun sie immer. Die sind so böse. Die machen sowas halt. Ist aber egal. Ah ne, der Schaden ist beachtlich von so einem Grabunhold. Das darf man nicht unterschätzen. Was der für einen Schaden macht. Aber gut. Hilft nix, so ist es jetzt halt, ne? Ein bisschen langsam bin ich jetzt mit dem Ausbilden und machen, aber gut. Das ist halt gefährlich, ne? Oh, der Schaden ist gewaltig. Oh! Oh, 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 oh. Okay. Na? Ha! Der hat schon wieder getroffen. Nice. So, Malorenbaum. Naja, wird schon passen. Das macht nichts. Das ist egal. Also vorerst ist es egal. Mir zumindest. So. Kasernen bauen. Oh oh. Den sollte ich wirklich beschützen. Ha, da stirbt schon wieder einiges. Nice. Immer wenn ich gucke, trifft da plötzlich den Zuchtmeister. Das ist schon sehr interessant. Na gut. So. Unsere Stadt wird größer. Kein guter Bauplatz. Es wird Zeit, etwas zu bauen. Wir brauchen mehr Rohstoffe. Wir haben noch viel zu tun. Na, das Türmchen steht noch. Nice. Ja, irgendwie wirst du das schon hinkriegen können, oder? Die Schlacht hat begonnen. Der Baumeister steht in Gefahr. Sie haben den Baumeister erschossen. Oh oh, habe ich jetzt keinen mehr? Doch, einen müsste ich noch haben. Ja, genau. Ist in Ordnung. Ist nicht gut, aber ist in Ordnung. So, jetzt habe ich zu viele Kasernen gebaut für den ganzen Kram. Na gut. Wie auch immer, egal. Na? Nee, nee, nee. Wir schon den guten Kram bauen. Piu, piu, piu. Wenn der Turm Killcount hätte, der wäre dann auch sehr hoch. Ah, das hat er aber schön gemacht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ob der kommt? Na, wird man sehen. Bleibt bei mir.
Ich brauche mehr Kommandeurspunkte. Ich brauche so ziemlich alles. Böse Bogenschützen. Aber ich hole mir den Wald. Der macht nämlich 50% mehr Rüstung. Und der Gegner hat keine Führerschaftsboni. Auch nice. Ja, die Schwertkämpfer hier sterben weg wie nix. Die Düsterwald-Bogenschützen sind so mächtig. Da wird alles kaputt gemacht. Das überlebt er nicht. Ja, sagst du. Aber ich sehe das ein bisschen anders. So, jetzt gehen wir dahin. Ja. Passt schon. So, die sind jetzt getarnt. Der schießt getarnt. Und zwar ziemlich schnell. Piu, piu, piu. Ich finde es aber lustig, dass er immer zurückguckt, wenn er Pfeil zieht. Also eigentlich sollte ein geschickter Bogenschütze wissen, wo sein Köcher ist. Aber gut, dann schaut er halt immer zurück. Vielleicht so ein Kontrollblick, dass er nicht hinten abgemurkst wird oder so. Die sind natürlich gefährlich. Die sind ein Problem. Na, tötet's die Meister. Was machen die? Habt ihr gesehen, wie die gefallen sind? So, wie so ein Flummi. Lustig. Sinnfrei, aber lustig. Ja, überlass es mir, GG, gib auf, gewonnen, auf Wiedersehen. Passt. 7,11, das passt doch auch sehr gut. Ha! What? Einer hat schon ins Gras gebissen, wahrscheinlich die Uruks, oder? Ja, wie geil ist das denn? Easy. Uruks sind tot? Ha, krass. Hätte ich jetzt so nicht erwartet, aber gut. So, der Legolas kommt... Warte. Die Arwen kommt damit. Der Legolas... Boah. Und mein Held kommt da jetzt mal hin. Die gehen dahin. Passt. Safe, safe. Dann bauen wir hier wieder Malornbäumschiss. Halt, Festung. Immer auf die Festung holen. Amonsul ist keine echte Festung. Hier steht zwar die Festung auf dem Hügel, bla bla bla, aber... Ja, bis zu ihrer Zerstörung, genau. Jetzt ist nur noch Wetterspitze, GG. Aber Fornos ist immer noch da. Die Hauptstadt Arthur Dunst, nur das nicht, bla bla bla. Plus 5% Defensivbonus ist nicht schlecht. Warnungsbonuspunkte. Gut, der greift an. Der greift an. Und die machen auch noch Zeugs. Dann schnappen wir uns jetzt noch schnell Helms Klamm. Das müsste gerade noch so eben machbar sein. Und gut ist. Ich hole mir Helms Klamm. Wo sollen wir bauen? Und ab dann bin ich eher unbesiegbar. Baut dieses Land auf. Ich muss meine Augen entspannen. Erst hier. Bin schon unterwegs. Das ist der Ring. Los, holt ihn euch. Na, Legolas. Lasst uns gehen. Als Ringhüter, wie tust du dich da? Schwer? Ja, ich wette drauf. Wir müssen wachsam bleiben. Ja, den Ring. Genau. Ja, da ist ein totes Pferd. Aber es verwest noch nicht. Ein Glück. Aber hier, ne? 1000 Leichen. Naja. Hier das Gleiche.
Wir müssen Saurons Diener vernichten. Ja, greift das Tor an und geht's dann hoch, ist doch egal. Wir haben das Gebäude falsch gebaut. Der Boden hier ist ungeeignet. Ja, da. Weiß gar nicht, wofür die Uruks damals eine Ramme gebraucht haben. Speere und Pfeile tun's doch auch. Hey, guck mal, der hat ein Schwert. Der darf das Banner tragen. Pfeile los! Feuer konzentrieren, Elben! Bringt sie aus dem Gleichgewicht! Der Feind rückt vor! Unsere Stadt wird größer! Breitbeinig schießen! Wir haben Kapuzen auf unseren Köpfen! Los! Woo! Das Tor ist offen, dann gehen wir rein. Ich lockere nur meine Arme. Wenn das mir schon öffnet, ne? Baumaterial. Ein vortrefflicher Baum. Mir kommt keiner vorbei. Greift weiter an! Die Gebäude des Feindes sind da. Ja, die Gebäude des Feindes sind vor allem uncool. Wer wohnt denn hier? Menschen. Oh ja, okay, das geht. Die sind gar nicht so uncool. So, der. Aha. Oh. RIP! Es wird Zeit, etwas zu bauen. Hätte ich gedacht, dass mit Elben am Anfang so einfach läuft. Ich dachte, es würde viel schwerer werden, der Ringkrieg, aber bisher, BAMS! Die Strategie, wobei ich die nicht geplant habe, ich mache einfach, wie es mir frei Schnauze passt, scheint aber zu funktionieren, muss ich sagen. Scheint zu funktionieren. So, der Legolas, der stellt sich jetzt hier. Hier auf die Mauer. Das Gebäude ist bereit. Ja, die guten Elben. Unsere Stadt wird größer. Wir haben noch viel zu tun. Es gibt viel zu tun. Na, schaut's mal. Wir müssen wachsam bleiben. Warte. Den lassen wir jetzt patrouillieren. Hier entlang. Dieser Weg. Genau. Hier jetzt Waffenstände? Aha. Ups. Ja, wir haben so einiges entdeckt. Ach, der greift jetzt echt das Gehöft an, oder was? Oh Gott. Der Feind ist da. Der Feind ist nah. Naja, whatever. Hier, mach so da drauf. Irgendwo muss er noch eine Ausbilderei haben. Ich weiß aber nicht wo. Egal. Jaha, den haben wir entdeckt. Ah, hier. Halt. Halt dir. Du bleibst hier, falls er das Ding wieder aufbaut. Aber das ist kaputt. Wie heißt das? Na? Wie heißt denn das Ding hier? Helmsklamm Festung. Ah ja. Nicht einfach nur Burg. Kaputt. Wir haben das Gebäude tot und RIP und auf wieder tschüss. Das war's. Ja, du hast nie was zu tun. Du bist niemals der Mitarbeiter des Monats. Aha. Für den Faltenangriff oder Doppelschuss oder wie auch immer muss er näher ran. Und der Schaden ist auch eher mehm als gut, aber whatever. Haltet eure Positionen! Wir haben das Gebäude festgestellt. So, vielleicht lassen wir Legolas noch ein bisschen leveln. Unsere Stadt wird größer. Ha! Der hat echt noch ein Level abbekommen. Nice! Ja, da könnt ihr euch freuen, meine Jungs und Mädels und Freunde. Das lief gut. 5.0 gegen nichts. Ja, schaut doch super aus. Da können wir doch dann so gleich weitermachen. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Thank you.
Thank you.